Tja, und damit sage ich herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Es ist ein Spiel in VR, Affected the Manor, deswegen sieht das hier auch alles ein bisschen komisch aus für euch wahrscheinlich. Auf jeden Fall nicht so cool, wie es das aussieht, wenn man natürlich in VR auch spielt. Mal gucken, ob ich das mit meinem Setup hier hinkriege. Man muss natürlich seinen Kopf in irgendeiner Form drehen, das heißt immer wenn ich weiter nach rechts letztendlich dann gucke, dann werdet ihr wahrscheinlich meine Stimme etwas leiser hören. Mal gucken, wie das letztendlich aussieht. Ich werde mir wahrscheinlich in die Hose scheißen, weil VR-Horrorspiele, die sind nochmal ein ganz anderes Level in dem Moment. Und das hier soll mit eins der aktuell, was heißt aktuell, aber mit eins der besten Horrorerfahrungen sein. Wir werden jetzt also gar nicht großartig viel machen können. Wir werden durch ein Manor laufen. Wir wissen nicht warum, wieso, weshalb, aber in diesem Manor, in diesem Haus, da spukt es. Und das heißt, erwartet viele Jumpscares, die erwarte ich zumindest. Und ja, vielleicht ist das Projekt auch nach 5 Minuten zu Ende, weil ich dann keinen Bock habe mehr weiterzuspielen oder ich habe so viel Angst weiterzuspielen. Auf jeden Fall eine witzige Erfahrung. Hat jetzt nicht mehr ganz so richtig zu Halloween geklappt, aber Horror und Erschrecken geht ja irgendwie immer. Wie gesagt, ist es alles nochmal eine andere Sache, wenn ihr das wirklich auch in VR anguckt, weil das sieht schon wirklich sehr gut aus. Ich habe schon viele VR-Spiele gespielt und weiß also, dass auch die Grafik da ganz, ganz unterschiedlich ist. Und das hier macht wirklich einen guten Eindruck. Wir gehen jetzt mal ins Manor. Habe ich mir das gut überlegt? Wahrscheinlich nicht. So, und da sind wir auch. Ich spiele das Ganze übrigens mit dem Controller. Das heißt, mal sehen, ob wir das einigermaßen flüssig irgendwie hinkriegen. Wir gehen mal unseres Weges. Und wie gesagt, so Bewegungen fühlen sich ein bisschen komisch an, weil ich spiele das jetzt hier gerade zum Beispiel im Sitzen. Man soll es eigentlich sogar im Stehen spielen. Aber das ist alles ein bisschen schwierig, dieses ganze Movement. Das dauert immer ein paar Minuten. Da oben geht ein Licht an. Und der Spaß beginnt. So, es wird wahrscheinlich sehr, sehr dunkel sein. Deswegen mal gucken, ob ich das Video ein bisschen heller kriege. So, wir drehen uns mal ein Zeitlupe um. Tür ist zu, das heißt, das war's also. Auf geht der Horror. Ich habe auf jeden Fall schon mal Kinder. Oh Mann. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich... Die Tür ist auch zu. Oh. Da gehen schon die ersten Sachen kaputt. Also... Ich hoffe, ich schreie nicht zu sehr. Die Figur stand da ja auch vorhin schon. Oh, es ist so ätzend. Es ist so ätzend. Oh, da steht wohl einer. Oh! Oh. Spiele ich das denn überhaupt? Warum kann ich nicht sowas spielen wie Minecraft? Vielleicht mache ich das auch. Vielleicht müssen wir das ja einfach durch. Da haben wir schon mal beobachtet. Richtig schöne Bilder. Oh. Ich möchte niemals so ein Haus haben, ey. Uh-oh. Get out.
Wow. Get out. Vielleicht solltest du dann hinter uns nicht die ganzen Türen zumachen. Liebes Haus. Man kann übrigens nicht laufen. Man kann nur walken. Mann. Bis jetzt ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Außer einem Jumpscare ist ja noch nicht viel passiert. Die Musik wird ein bisschen bedrohlicher. Ich hasse das, wenn das mir das ins Gesicht springt. Wie gesagt, in VR ist das alles nochmal anders. Wahrscheinlich ist das im Normal gar nicht so schlimm. Ist wieder so eine Figur. Hi. Hallo? Oh! Ih! Nicht ins Gesicht! Ich kann mich bewegen! Was passiert denn hier? Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nur drehen! Alles schwebt! Nein, Mädchen, hau ab! Okay. Die Stresshusten. Nicht in eine Richtung. Okay. Oh, okay. Ich will fliegen. Okay. Sieht ein bisschen aus wie die Küche von Resident Evil 7. Ih, überall Ratten. Fliegen. Hau ab, fliegen. Bin frisch geduscht. Oh shit. Passiert doch was Böses, oder? Da geht's weiter. Nein. Nicht. Kein Jumpscare, kein Jumpscare. Und wieder die Fenster alle kaputt. Oh. Oh.
Meine Fräse. Ich geh kaputt hier, ey. Ja. Nein, nein, nein. Geh weg, Mädel. Warum sind denn Kinderlieder und Kinder in Horrorfilmen so ätzend? Hier sitzt doch bestimmt jemand, oder? Nein. Ja, Baby, ich komm. Baby. Alles gut. Oh Mann, ey. Warum kaufe ich mir denn auch solche Spiele? Ich weiß eigentlich, dass ich... Ah! Oh. Wo waren wir? Warum kaufe ich mir denn solche Spiele? Ich bin ein sehr schreckhafter Mensch. Ich habe auch Angst im Dunkeln. Ich brauche immer Licht. Mann. Oh. Also ich hätte so ein Haus nicht gerne. Das ist mir einfach zu groß. Meine Güte. Kind. Ah, Musik. Musik ist schön. Musik beruhigt. Yeah. Der perfekte Platz, um ein Bild aufzuhängen, ist auf jeden Fall da. Jetzt passiert doch auch wieder irgendwas. Nette Bücherei. Look up! Nein! Oh oh! Oh! Alter, ey. Ja! Ich hoffe, ich nehme schon 20 Minuten auf oder so. Würde ich nämlich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und so, aber ich befürchte. Nein! Ich befürchte, wir haben noch nicht genug Horror gesehen. Mädel, du kannst ja alles machen, aber spring mir nicht ins Gesicht. Klaviermusik ist immer schön. Oh. Alles fliegt nach oben. Wohin denn? Huch. Ist natürlich praktisch, wenn man hier mal durchsaugen möchte. Dass jemand mir folgt von den Fußspuren her. Geht's hier lang? Oh Mann. Wie groß ist denn dieses Haus noch? Oh, und es geht immer tiefer. Da jemand?
jeden Fall tolle Bilder hier. Lauf, lauf, lauf! Ich will doch nur aus dem Haus raus. Das war eine ganz blöde Idee. Ich geb's ja zu. Ich wollte auch gar nichts. Ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl. Bitte spring mir nicht ins Gesicht. Oh, das fühlt sich irgendwie komisch an. Au. Okay, danke schön. Ist das der Ausgang? War nett. Auf ein Mal wiedersehen. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Will ich da reingehen? Ja, ich will da reingehen. Oh Mann, ey. Die Musik! Spring mir nicht ins Gesicht, Mädel, bitte. Ich will nur raus. Was auch immer du hier machst für eine kranke Scheiße, mach sie einfach ohne mich weiter. Fahrstuhl. Das Bild wird sich auch gleich verändern, gehe ich mal von aus. Hallo? Oh nein, Katzi. Macht das Bild was? Ugh. Es guckt mich an. Bisschen Musik hätten sie hier im Fahrstuhl spielen sollen. Oh, da sitzt. Was ist das denn für eine Puppe? Oh nein! Ich will einfach nur gehen. Oh, Trophäe erreicht. Wir gehen mal weiter. Ich will nicht nach unten. Ah! Hab ich schon mal erzählt, dass ich sehr schreckhaft bin? Komm Mädel, mach fertig. Wenn du mich töten willst, dann töte mich jetzt. Ich kann weitergehen. Ah! 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 No one survives affected the manor. Dies war's. Also wie gesagt. Ich habe voll schwitzige Finger. Oh, Horror in VR. Aber wie gesagt, jetzt bin ich ins Mikro gekommen. Entschuldigung. Verdammt. Ja, das war es anscheinend mit Affected the Manor. Horror in VR finde ich ganz, ganz besonders. Und ich will gar nicht wissen, wie sowas wie Five Nights at Freddy ist. Ja, das war's. Wir haben es also irgendwie geschafft. Das war auf jeden Fall gut. Ich hoffe, man kann in dem Video überhaupt was erkennen. Ich muss mir, wie gesagt, die Aufnahme gleich mal angucken. Um dann zu sehen, ob ich sie vielleicht ein bisschen heller machen muss oder so. Ja, auf jeden Fall eine nette kleine Erfahrung. Sehr gruselig. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob man sonst in dem Haus auch noch andere Wege laufen kann. Keine Ahnung. Mich zieht es auf jeden Fall nicht mehr rein in dieses Haus. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Gerne auch ein Abo. Wie gesagt, Horrorspiele spiele ich nicht so oft. Aber das hier in VR, weil es auch gerade irgendwie im Angebot war, habe ich gedacht, das kann man sich mal geben. War ja eine nette kleine Runde. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Irgendwas werde ich noch finden in VR-Horror, was wir auch nochmal anzocken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.